Allah subhanahu wa ta'ala gibt zum Beispiel Esma für die Menschen, die das ertragen können. Die Esma, die Unfehlbarkeit, die gibt er den Menschen, die ertragen kann, die ertragen können oder die das tragen können. Und wenn die Anbiya, wie kann er das nachweisen, dass die Anbiya oder die Propheten vor dem Prophetentum fehlbar waren? Okay. Wodurch? Also durch den Koran? Da steht nichts davon, wie sie vorher waren. Steht nur von den Propheten was drin. Als Propheten. Das ist, wenn er das irgendwie beweisen kann, dann muss er das durch Riwayat beweisen. Und die Riwayat, die damals stattgefunden haben, wie weit können wir uns darauf verlassen? Das ist die Frage. Was meint ihr damit, nur Ahlul Bayt ist Ma'sum? So meint er das mit seiner Aussage. Also, ich weiß, was er meint. Die Stufen dieser Esma sind verschieden. Die Stufen sind verschieden. Die höchste Stufe haben Ali Muhammad so was. Muhammad und Ali Muhammad erreicht. Das ist richtig. Aber bedeutet nicht, dass die anderen nicht Ma'sumin waren. Aber natürlich, wir sagen ja, die Propheten waren alle von Anfang. Ja. Deswegen hast du auch gerade deine Idee. Ja. Auch Adam hat sagt auch im Koran, habe ich das mal gesehen, dass Adam einen gutwilligen Fehler gemacht hat. Ja, also das ist der, also der, wenn man den Kontext genau betrachtet, also wenn man den ganzen Text betrachtet über Adam, die Geschichte von Adam, als kompletten Text, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass das doch kein Fehler gewesen ist. Also diese Scheinfehler, womit sie bezeichnet werden, also die Propheten, die Taten, sind für uns erst verständlich, wenn wir die Erklärungen von Ahlul Bayt a.s. nehmen. Aber wenn wir nur den Koran nehmen, wenn wir das so verstehen, wie das drin steht. Im Koran steht zum Beispiel steht geschrieben, wer in dieser Welt blind ist, der ist in Jenseits auch blind. Bedeutet das, dass jeder, der blind ist, tatsächlich wird er blind in Qiyama auch sein? Nein. Das heißt, man muss die Erklärung dafür haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich muss nicht so glauben, so wortwörtlich glauben, wie das drin steht, sondern ich muss den Sinn verstehen. Den Sinn, was das bedeutet. Und dann wissen wir, dass das mit blind, wer mit blind bezeichnet wird, ist sein Herz damit gemeint. Ist derjenige, der nicht sein Herz öffnet und mit seinem Herzen sieht, was Wahrheit und was nicht Wahrheit ist. Und nicht der mit seinen Augen blind ist. Das heißt, wir müssen verstehen, was bedeutet Adam, Hasa Adam Rabbah. Was bedeutet das? Was bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn vergeben oder verziehen? Das müssen wir alles verstehen. Das heißt, ich brauche die arabische Sprache mit ihren ganzen Facetten. Und dann brauche ich die Riwayat darüber, die Verse des Korans erstmal, die Riwayat darüber, die Erklärung von Al-Bayt a.s., wie sie das rechtfertigen. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten beschreibt. Bevor er ihre Taten beschrieb, sprach er von ihren Eigenschaften. Wie zum Beispiel, dass dieser Prophet reumütig ist. Der andere Prophet ist rückkehrend zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet ist gerecht und so weiter und so fort. Dann widerspricht sich der Koran, wenn ich erstmal vorher irgendwas lese über den Propheten, dass sie so beschrieben werden, dass sie reumütig, dass sie rückkehrend zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie gerecht sind, dass sie standhaft sind, dass sie auserwählt sind, und dann lese ich ihre Geschichte, dass sie
weggelaufen sind von Allahs Wille, dass sie auflehnerisch Allah gegenüber geworden sind und so weiter und so fort. Das heißt, weil der Koran sich nicht widerspricht, muss ich die Verse auslegen oder die Auslegung der Verse kennen. Nicht selber, ich lege aus, sondern ich brauche die Auslegung der Verse von den Masumin. Weil wir dürfen nicht uns nur an den Koran halten als Quelle, sondern auch an die zweite Seite der Waage, und das ist Ahl-Bayt alaihimussalam. Echt, der Koran ist wie eine, wenn man nur den Koran alleine benutzt, das ist wie eine Waffe. Genau. Das ist, man sieht ja auch selber jetzt, wie, ne, dieses Terrorismus und alles. Kannst ja, du kannst verdrehen, wie du möchtest. Verse aus dem Koran, und die Leute weniger glauben ja daran, ne? Die sagen, steht im Koran drin. Also da wusste man echt, ja, nee, die Leute, die das, den Islam kaputt machen wollten, die wussten schon, wo sie ihn kaputt machen. Ja, klar. Also die Spaltung zwischen Koran und Ahlul Bayt alaihim salam ist eine Kriegserklärung gegen die Wahrheit. Und die Menschen, die, also von Anfang an, das sagt auch die Erfahrung, die Menschen, die gegen Imam Ali alaihis salam gekämpft haben, sie haben gedacht, dass sie sich nur an den Koran gehalten haben. Sie haben gedacht. Das war nur Behauptung. Sie haben sich auch nicht an den Koran gehalten. Aber heute zum Beispiel, wir sehen die Spaltung zwischen den Muslimen, weil die Mehrheit der Muslime halten sich nicht an die zweite Waage, an die zweite, sagen wir, Seite der Waage, sondern sie halten sich nur an einen Flügel. Und wenn du dich an einen Flügel hältst, kippst du. Du brauchst den zweiten Flügel. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, sie werden sich nie trennen, bis sie mich an den Becken antreffen. Wer? Koran und Familie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war nicht ein Wunsch von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur, dass wir Ahlul Bayt und Koran folgen müssen, sondern das war eine Forderung. Das war ein Verlangen, das war ein Befehl und ein Wunsch. Er hat uns das gewünscht. Er schenkte uns Ali Muhammad zusammen. Er gibt uns Geschenke, sagt, hier, nimmt mal meine Familie, nimmt mal den Koran. Warum wenden wir davon ab, uns davon ab? Warum? Wer macht das? Das macht Shaitan. Allah sagt, o Kinder Adams, folget nicht die Schritte des Teufels. Das sind die Schritte des Teufels. Der kommt und flüstert dir das ein, pass auf, das reicht der Koran, das ist Gottes Buch. So. Er weiß, dass das schönes Wort, Koran. Und Gottes Buch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Leute, wie du auch letztes Mal schon gesagt hast, die Leute, wenn sie nicht mal den Propheten akzeptiert haben, wie können sie dann deine Familie akzeptieren? Ja. Das, genau das ist es ja. Dann hat er gesagt, da haben bestimmt die Leute gesagt, auch ne, mit Anhänger. Der Große wusste ja, was er machen will, aber seine Anhänger haben schon gesagt, guck mal, der will seine Familie bevorzugen, der will uns, ja, nee, erst die Familie und dann wir, was der, ja, nee, wenn man so denkt, es ist ja kein Geschäft oder so, ist der Glaube. Es ist jetzt nicht, wenn ich was vererbe, vererbe ich das erst in meiner Familie, das ist ja kein Geschäft, der Glaube. Und wer außer unser Prophet wusste natürlich, wer ist der Beste? Was ist das Beste? Meine Familie, nicht meine Freunde, mein Nachbar. Eins dürfen wir nicht hier, sagen wir, versehen. Nämlich, die waren nicht so, weil sie seine Familie waren. Das war nicht der Fall. Weil sie guten Mitglieder der Familie gewesen sind, weil sie Auserwählten in der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, aufgrund dessen müssen wir sie folgen. Nicht, weil sie Familie oder mit Familie bezeichnet werden. Das war nicht der Grund. Das verstehen viele falsch. Die sagen, wir müssen für seine Familie folgen oder ja, seine Familie folgen, weil seine Familie lebt mit ihm zusammen. Oder das sind die Nächsten zu ihm. Nein, das war nicht der Grund. Das war nicht der Grund. Familie ist kein Maßstab.
weswegen wir sie folgen, ist nur, weil sie selber fähig waren, den Auftrag Gottes zu tragen. Weil sie selber fähig waren, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu begreifen. Weil sie selber sich auf ihre Werke verlassen haben. Und sie haben gearbeitet.